So, und hier auch nochmal. Und wenn es da hinten auch nochmal so aussieht, dann haben wir wahrscheinlich recht schnell unsere 50 Stück zusammen, nehme ich so an. Warum es auch gleich 50 sein müssen, versteht auch keine Sau. So. Geh, lassen besser, du gehst weiter. Naja, hat das gerade die Fleischwanze zu mir gesagt? Wie auch immer. Aber ich finde es auch toll, dass die Schwefelbrocken einfach in der Gegend rumliegen lassen, anstatt die auf einer Stelle zu sammeln. Wäre wahrscheinlich zu umständlich. Da. Mensch, diese Fleischwanze macht mich fertig hier. So, weg mit dir, du Kackvieh. Nee, da stolpert man lieber drüber, über die ganzen Brocken, die überall in der Gegend rumliegen, anstatt die auf einer Stelle zu sammeln. Aber wäre wahrscheinlich auch zu einfach dann zum Einsammeln für mich gewesen, deswegen musste man das ja so machen. So. Du solltest jetzt gehen. Ich will doch... Ach, dieses Zielfindungssystem ist manchmal auch der... Ist auch schrecklich. Nein! Stirb! Verdammte Fleischwanzen! So. Ja, das Blöde ist... Wir will nicht abgehen. Halt doch mal die Bappern. Wenn die hier arbeiten, dann können wir natürlich nicht rangehen und arbeiten. Dann können wir nicht abbauen, ne? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt mal verprügeln wollen hier oder irgendwas. Das könnte man natürlich probieren. Aber erstmal gucken wir hier, vielleicht reicht das ja schon, ich weiß es ja nicht. Und vielleicht können wir die Schwefelbrocken dann auch irgendwie zu Schwefel umarbeiten. So. Den Morgenthau lasse ich mal stehen, wo er ist, den will ich nicht haben. Dann gucken wir mal. Schwefel, 45 Schwefelstückchen. Na super. Das heißt, wir brauchen noch was. Hier, Meister, geh mal zur Seite, ich speichere mal. So, und dann machen wir mal, dass der Kerl zur Seite geht. Du sollst das bitte, ja, mit dem Schwert machen. So. Scheint keinen zu stören. Tragisch. Das tragische Ableben des Sklaven. Nein, der ist ja nicht wirklich tot. Der ruht sich ja bloß im Fels aus. Aber so kommen wir wenigstens an die Adern hier ran. Und wir können gleich noch Spitzhacken einsammeln für schwere Zeiten, wenn die uns mal wieder abhanden kommen oder so. Man weiß es ja nicht. So. Ja, auch nochmal. Ist aber schön, dass die Orks das ganz locker nehmen, wenn wir hier die... Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja. Wenn wir hier denen die Sklaven wegprügeln, ne? Das ist ja passiert. Schwund muss sein. So, haben wir hier noch... Habe ich die schon? Da ist nichts mehr zu holen. Aha. Nun gut, was der hier macht, ist mir auch ein Rätsel, aber soll er ruhig. Wir müssten jetzt eigentlich genug haben. Okay. Aber die Gier kennt keine Grenzen, deswegen schon wieder Fleischwanzen. Und hier liegen noch Schwefelstücke rum. Okay. Okay, dokey. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So, mein Freund. Leute, es gibt einen Kampf. Den haben wir ganz schön niedergestreckt. Nee, du sollst ja erstmal den Sklaven ausnehmen. Genau. So, hat er keine Spitzhacke dabei gehabt? Wie hat er denn gehackt? Mit Händen oder wie? Nee, liegt aber keiner rum. Na gut. So, nochmal 8 Stück. Das ist jetzt mehr als ausreichend, würde ich sagen. Und dann können wir uns auch wieder nach oben vorarbeiten. Und die ganz fließenden und kaum merklichen Musikübergänge sind auch wundervoll heute wieder. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Ne, Sulfok? Ach, bei dem ist das... Den interessiert das auch gar nicht hier mit dem Schwefel. Der ist bloß froh, wenn das Zeug los ist und ob das dann ankommt oder irgendwas, das ist dem scheißegal. So, dann machen wir aber noch die Snapper hier kurz mit platt. Speichern natürlich vorher. Es muss ja nicht sein, dass wir jetzt hier in einer Heldentat sterben, ne? Man kann es ja auch etwas sicherer angehen lassen. Nie wahr, kleiner bedrohlicher Snapper? Yeah! Check this out, Mister! Woohoo! Yeah, das war ja mal... Ja, dafür 1500 Erfahrungspunkte, das finde ich schön. Und der schwabbelt noch ein bisschen in der Gegend rum. Jetzt hat er es hinter sich, oder? Zuckt der noch? Nee, jetzt nicht mehr. Ja, also dafür, dass der Kampf jetzt hier total sinnlos war eigentlich, sind 1500 Erfahrungspunkte schon ganz schick. Mal schauen, ob der Sulfok uns jetzt auch noch irgendwas gibt.
Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Wäre nicht schlecht. So, das, wir müssen dann mal irgendwo da hinten gucken. Irgendwo muss noch diese andere Mine sein. Aber es kann auch sein, dass sie in die andere Richtung dann ist. Wo ist denn der? Ach, hier. Ah, ja. Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Hä? Ist das nichts? Yippie, Skippy. Was für eine tolle Belohnung. Aber es gibt nochmal 1000 Erfahrungspunkte. Das gefällt mir schon besser. Und dann sind wir wahrscheinlicherweise auch schon wieder ziemlich nah an irgendeinem Level ab ran. Naja, 6000, 5700, 5650. Na gut, aber wir haben ja noch 22 Lernpunkte. Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier notleidend wären. Also wir haben schon, wir haben... Ja. Und da fällt mir ein, ich wollte eigentlich mal jemanden finden, der hier, wie heißt es denn, Jagdgeschick drauf hat und das ein bisschen weitermachen, damit wir dann auch mal die Schildparade die starke machen können. Und vor allem in Vorbereitung für unseren Zwei-Waffen-Kampf später mal. Tja. Achso, Sklaven holen. Ja genau, das war ja auch noch. Ich wollte jetzt aber nochmal ganz fix gucken, ob hier in die andere Richtung gleich noch eine Höhle ist. Ich nehme nämlich mal an, dass die ja beide ganz nah an der Stadt dran sein werden. Die eine im Westen, die andere im Osten wird doch... Ach nee, hier im Osten, nee, komm, nee, das ist ja... Da waren wir ja gewesen, da war ja die Höhle hier, wo wir aufgeräumt haben von Snapper, nicht von Snappern, von Crawlern. So, und jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen, ehrlich gesagt. Zu denen nicht. Hatte das irgendwas... Nee, der war der hier, der Gunok, der war ja das mit dem Druidenjagen und so. Vielleicht bei... Nee, Laris hat auch nichts für uns. So, der Butch und der Samuel. Ich glaube, bei Samuel war das doch, oder? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Bei wem war denn das? Irgendwo müssen wir doch den Auftrag gekriegt haben für die Schwefelbrocken. Ich hab's vergessen. Oder war das... Ach, das könnte ja auch bei dem Ork gewesen sein. Natürlich. Da gehen wir mal zum Ork. Hier, Typ. Nimm Rock. Genau. Hier, ich habe Schwefelbrocken. Gut, ich betrachte die Sache als erledigt. Hier dein Lohn. Ach, sehr schön, wir sind ja schon bei 68 Rufpunkten. Das ist ja schick. Die Stollenwölfe in der Wolfsmine sind Geschichte. Na, das wurde auch Zeit. Ich hoffe, die Mine wirft bald wieder was ab. Ja, könnte sein. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier was ankommt. Gute Arbeit, Mann. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. Ja, ich zahle in Raten. Das mache ich immer so. Ach hier, wir können noch petzen gehen. Der Alchemist Peratur hat den Sklaven Hamil damit beauftragt, Artefakte zu stehlen. Ah ja. Peratur und Hamil, sagst du. Nur zu wissen. Ich werde sofort das Nötige veranlassen, um das zu unterbinden. Gute Arbeit. Weiter so. Eine Runde Folter bitte. So reinkommen wir noch nicht hier in die Hütte, aber wir nähern uns langsam der magischen Grenze von 75%. Und ein paar Aufträge haben wir ja noch. So, wir werden erstmal zu den Sklaven hier mit rüber gehen. Wir müssen ja immer noch welche rüberschicken und da war ja noch ein eifriger Sklave gewesen, von daher könnte das ja sein. Nöbrix. Oder Monsieur Brie oder so. Ich weiß es nicht, wie man dich ausspricht. Da könnte es ja sein, dass wir die hier rüber schicken müssen und dann nochmal irgendwie eine fette Belohnung absahnen oder so. Vielleicht nicht gerade bei den Orksöldner. Hier, du da. Beweg dich, ab zur Wolfsmine. Alles klar. Das klang schon eifriger. Ab mit dir. Man muss eben aufpassen. So, haben wir noch einen? Nö, auch bloß ein Sklave. Aber dich könnten wir doch eigentlich du mal... Schwein hast mich verraten. Jetzt darf ich wieder Steine. Na, du wirst schon sehr bald sehen, was du davon hast, mit den Orks gemeinsame Sache zu machen. Dreckskerl. Fick dich! Ach, du, du Hundesohn! So. Lass dir nicht nochmal einfallen, mir zu drohen. So, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon reicht, der eine eifrige Sklave. Das ist ja irgendwie ein bisschen wenig, ne? Aber ansonsten sind ja auch keine Sklaven weiter. Ich meine, das Sklavenviertel, das hält sich ja dann doch territorial gesehen ein bisschen in Grenzen, ne? Weiß nicht, ob hier hinten noch... Ach, hier ist noch eine Mine dran. Ha! Ja, dann gehen wir mal in die Mine, ne?
Oder ist hier noch jemand? Gut, dann machen wir mal einen Ausflug in die Mine. Irgendwo wird sich schon noch ein eifriger Sklave für uns finden und vielleicht finden wir ja auch noch ein paar Goldadern, damit wir dann mal das Ganze erledigen können hier. Ich habe nämlich keine Lust hier noch ewig lange in irgendwelchen unterirdischen Stollen Stollen sind meistens unterirdisch, das war schlau. Hier rumzurennen jedenfalls. Gold! Ich gewöhne mich langsam dran, Sklaven zu verprügeln. So. Her mit dem Mist hier. So kann es weitergehen. Mal schauen, was jetzt rauskommt. 4. Aha. Okay, das verdoppelt also, dieser Skill. Das ist schon mal gut zu wissen. Die sehen ja gar kein Tageslicht mehr, die Sklaven, die hier landen. Die schlafen ja auch gleich hier, wie es aussieht. So. Geh jetzt besser. So, verprügelt. Dass die alle so unfreundlich immer mit mir sein müssten, wenn die nur ein freundliches Wort verlieren würden, dann wäre ich ja ganz lieb zu denen, aber so. So, Sklave, Sklave, Sklave. Noch mehr Sklaven, eifriger Sklave, na sowas. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem, hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Ja, die eifrigen Sklaven sind auch wirklich eifrig. Der sehr eifrige nicht so wirklich. Aber er war immerhin unser Pionier gewesen. Hua! Und Husa! Und Hua! Her mit den 4 Goldbrocken. So, und du? Leute, es gibt einen Kampf! Ja, es gab einen Kampf. Die Kämpfe sind so kurz, dass die schon zu Ende sind, bevor du überhaupt ausgesprochen hast, dass sie sind. Oder wie auch immer. Bisschen mühselig ist es ja auch hier, jedes Mal nur 4 Goldbrocken und stellt euch vor, wir würden bloß 2 rauskriegen, wenn wir hier schürfen, ne? So. Das ist schön, dass der dort da steht und seine Haltung bezieht. Ist ja auch egal. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Kann man ja mal machen, irgendwelche Sklaven verprügeln, ne, Herr Urksöldner? Leute, mir ist gerade so danach. Ich bin gerade mal rowdyhaft. So, her damit. Wunderbar. So, gibt's noch welche? Noch ein eifriger? Nein. Eifrig? Nein. Auch nicht eifrig? Aber bald bewusstlos. So. Man muss ja immer mal ein bisschen sammeln für schwere Zeiten, damit man was zum Verkaufen hat. Und 119 Goldstücke hat er auch noch. Das ist doch schön. Achso, Lagerfeuer. Fällt mir gerade ein. Ich wollte doch mal wieder ein bisschen braten hier. So, rohes Fleisch. Ja, machen wir hier die Fleischpflanzenkram. Jo. Und beim rohen Fleisch machen wir auch alles. Schön. Da haben wir wieder genug Reserve, um uns zu heilen. Das ist sehr schick. Vielleicht könnte ich mir das auch auf die Schnellwahltaste legen. Das wäre auch eine Idee. Ich will keinen Ärger haben. Den gibt's aber für dich, mein Freund. So. Und einmal, ja. Und einmal schürfen. Schürf für mich. So, ich nehme an, irgendwo wird noch ein eifriger Sklave vielleicht rumhocken. Oder ich war jetzt einfach zu blöd und habe es nicht mitgekriegt, dass das Quest jetzt schon abgearbeitet ist. Aber hier geht's ja noch weiter, deswegen wird's ja bestimmt noch irgendwo einen geben. Ne? Bist du eifrig? Der kann die Spitzhacke auch als Waffe benutzen, ist ja interessant. Ist mal was anderes. So. Den Sklaven nehmen wir noch aus. Wir lassen niemandem etwas. Okay, du bist auch noch Sklave. Dich lassen wir erstmal kurz. Ich gucke erstmal hier oben nach. So, da haben wir doch noch einen. Na, sowas aber auch. Um den kümmern wir uns gleich. Erstmal Goldader hacken. Ach, ist das spannend oder was? Das ist sowas von spannend. Auf Tour mit den Goldschürfern. So, mein Freund. Geh zur Wolfsmine und bring die Ausgrabung wieder in Gang. Und wenn ich das nicht tue? Da gibt's dann aufs Maul. Pfund aufs Maul. Genau so sieht's aus. Wenn du mich zuschauen bittest, ich gehe ja schon. Schön, da haben wir es jetzt auch geschafft und haben 70% 70 Rufpunkte hier.
in Geldern. Und damit können wir jetzt endlich durch. Oder? Ist es bei 75? Nein, 75 sind es ja, glaube ich. Aber trotzdem, wir haben es fast geschafft. Ich nehme an, wenn wir das hier erledigt haben und denen das Gold bringen, dann haben wir es endlich und können durch zu den Schamanen. So. Ja, ja, ja. Immer dieses Rumgemotze.